Seite nochmal ein herzliches Willkommen zu Gott an meiner Seite. Heute zweiter Abend und ich freue mich persönlich sehr darüber, dass wir wieder uns hier einfinden konnten. Und das Thema heute Abend lautet: Gott liebt mich. Ich persönlich bin im Glauben an Gott aufgewachsen, aber es kam irgendwann der Punkt, wo ich mich gefragt habe: Ist Gott wirklich da? Und wenn er da ist, wie ist Gott? Ist Gott wirklich so, wie ihn die Bibel ihn vorstellt? Und ist Gott Liebe? Und so habe ich meine Zeit verbracht, unter anderem auch mit Bibelstudium und auch so meine Erfahrungen gesammelt. Und heute stehe ich hier, um zu diesem Thema ein bisschen was weiterzugeben. Man könnte wahrscheinlich eine ganze Woche darüber sprechen. Beginnen möchte ich mit einer wahren Geschichte, die Erfahrung des kleinen Bart. So hieß der Junge, eigentlich hieß er Bartholomäus, aber der Name ist viel zu lang und so nannten ihn alle Bart. Und der Bart, der wohnte in Vlamen in Belgien, war aber dann mit seinen Eltern nach Schweden umgezogen. Und die Eltern waren gläubige Siebenten-Tags-Adventisten und Freitagabend haben sie sich so versammelt zur Familienandacht. Und als sie da die Andacht gemeinsam hatten, da hat die Mutter erzählt von einer Frau, die ein Wunder erlebt hat durch Gott. Und als der kleine Bart das gehört hat, hat er gesagt: Oh, das ist schön. Aber für mich würde Gott das nie tun, denn mich liebt Gott nicht. Und als die Mutter das gehört hat und die Eltern, waren sie erschrocken. Was sagt da unser Junge? Und sie versuchten ihn zu überzeugen und haben gesagt: Bart, Gott liebt dich auch. Aber er blieb dabei: Nein, mich liebt Gott nicht. Am Sonntag desselben Wochenendes hatte Bart die Gelegenheit, wie jede Woche auf einen Bauernhof zu radeln und dort dem Bauern ein bisschen mitzuhelfen. Und das war immer eine ganz tolle Zeit für ihn. Und so war er auch an diesem Sonntag dort unterwegs und der Bauer hat ihn auf seinem Traktor mitgenommen. Sie sind rausgefahren auf das große Feld. Und als sie da so fuhren, da war plötzlich am Wegrand ein Luftballon zu sehen. Und dem Bart hat es gefallen und er dachte, vielleicht, wenn der nachher noch da liegt, dann möchte ich den gerne haben. Und als sie zurückfuhren mit dem Traktor, da war der Luftballon immer noch da. Allerdings, der Bauer fuhr schnell vorbei und Bart konnte ihn nicht anhalten und er dachte sich, nachher mit dem Rad fahre ich dran vorbei und hole mir ihn. Und als er zu dem Luftballon kam, sah er, dass an dem Luftballon ein Zettel hing, mit einer Schnur angebunden. Und der Bart hat sich das näher angeschaut und dreht diese Karte, diesen Zettel um
Und plötzlich ist er erschrocken. Da stand nicht nur etwas drauf. Da stand etwas drauf in einer Sprache, die nur er hier verstehen konnte. Es war in Holländisch etwas geschrieben, wo er doch jetzt in Schweden lebte, aber Holländisch aus seiner Kindheit konnte. Und es waren folgende Worte. Die Kinder der Adventgemeinde Leeuwarden möchten dir mitteilen, dass Gott dich liebt. Als der Bart das gelesen hat, ist er in die Luft gesprungen und hat sich aufgemacht und sein Rad hat natürlich den Luftballon mitgenommen und den Zettel und ist nach Hause gedüst und hat gesagt, Mama, 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 Gott liebt mich doch. Jetzt weiß ich's. Und die Mutter hat geschaut wie ein Bahnhof, aber hat letztendlich die Geschichte gehört. Aber hat er auch die Frage, ja Mensch, wie kommt denn dieser Luftballon mit dieser Botschaft, wie kommt der dahin? Und dann hörte sie letztendlich die Geschichte. Es kam dann ans Tageslicht, was geschehen war. In Holland hatte eine Adventgemeinde einen Luftballonstart veranstaltet und jeder konnte so eine Botschaft an den Luftballon heften. Und so war dieser eine Luftballon von dem Bart unterwegs gewesen von Holland nach Schweden, 1200 Kilometer in 13 bis 14 Stunden. Das heißt, dieser Luftballon hatte wohl fast 100 Stundenkilometer im Durchschnitt. Entweder hatte Gott einen starken Wind geschickt oder einem Engel mal gesagt, nimm den Luftballon mit und setz ihn genau da an diese Stelle ab, damit dieser kleine Junge, Bart, hört, lernt, weiß, dass Gott auch ihn lieb hat. Gott liebt dich. Gottes Liebe ist aber des Öfteren auch in Zweifel. Vielleicht geht es uns manchmal genauso oder ist uns schon so gegangen wie dem Bart. Dass wir gedacht haben, ja, Gottes Liebe, da hört man viel davon, aber irgendwie bin ich mir doch nicht so ganz sicher, ob Gott auch mich liebt. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das so sein könnte. Ich möchte ein paar aufführen wieder. Vielleicht, weil ich eine schlechte Kindheit hatte und einfach wirklich Bedenken habe, wenn jemand mir mit Liebe begegnen möchte. Vielleicht aber auch, weil es da unerhörte Gebete gibt. Ich habe gebetet und gebetet und die Antwort kam nicht. Vielleicht mag Gott mich nicht. Oder weil ich vielleicht Unglück mit Gott verbinde. Beispiel, vielleicht blödes Beispiel, aber wenn meine Fußballmannschaft wieder verloren hat, unglücklich, dann irgendwie hat der da oben das Ganze nicht geliebt, hat er das nicht gefördert. Oder vielleicht auch, weil wir durch ungeheuerliches Leid gegangen sind in unserem Leben. Und irgendwann Fragezeichen hatten, ob Gott wirklich Liebe ist und auch mich liebt. Heute vor genau 75 Jahren, war die Reichskristallnacht. Vom 9. auf den 10. November 1938 wurden Geschäfte, Wohnungen, Synagogen von vielen Juden zerstört, in Brand gesetzt, manche wurden ermordet, viele wurden gefangen genommen und das war nur der Beginn einer ganz, ganz schlimmen Verfolgungszeit und wir wissen alle, wie es geendet hat in diesen Massenvernichtungen. Wo war da Gott? Gottes Liebe in Zweifel. Warum hat Gott das nicht? Warum hat er nichts getan? Kennen wir nicht solche Fragen oder Gefühle auch bei uns selbst? Gott, er ist schuld. Ich glaube, wir machen es uns manchmal leicht als Menschen. Und wir schieben gerne Gott die Schuld zu an dem Leid,
an dem Unglück, an all den anderen Dingen, die nicht in meinem Leben zu funktionieren scheinen. Aber es kann sehr gut sein, dass wir selber als Menschen so einiges verbockt haben. Und es kann sogar sein, dass Satan einiges angerichtet hat. Aber wenn Gott nicht eingegriffen hat, damals vor 75 Jahren, dann sagen wir, ja, warum Gott? Warum hast du nichts getan? Oder wenn er eingegriffen hätte, dann würden wir vielleicht sagen, Gott, so grausam. All die Deutschen, die da beteiligt waren an den Verbrechen der damaligen Zeit, er hätte sie alle mit dem Blitz treffen können und dann wären sie weg gewesen. Es war ja schrecklich, was dort geschehen ist. Aber wer ist schuld? Letztendlich schieben wir gerne immer die Schuld weiter. Obwohl Menschen wie du, wie ich, letztendlich ja, der Auslöser gewesen waren an all diesen Verbrechen. Ich glaube, dass Gott selbst in dieser schweren Zeit einiges getan hat. Und wir haben dieses Buch als gewisserweise Themenbuch an diesen Abenden mit Gott an unserer Seite. Und dieses Buch erzählt genau die Geschichte aus dieser Zeit, 1938 und die kommenden Jahre, die darauf folgten, und zeigt, wie eine Familie im Glauben an Gott genau dieses selbe Leid durchmacht und genau dasselbe miterlebt, was damals passiert ist, aber viel näher zu Gott findet und nicht an Gottes Liebe zweifelt. Ich glaube, dass wir gerade in diesem Leid, was damals geschehen ist, oder auch in dem Leid, was wir heute vielleicht durchmachen, und wir haben auch einen Erfahrungsbericht gehört am Anfang heute, der schwer ist zu verstehen. Ich glaube, dass wir in diesem Leid ganz besonders Gottes Liebe brauchen, die uns trägt und begleitet. Und er, Gott, weiß letztendlich am allerbesten, was für uns gut ist, was uns letztendlich helfen wird. Und die Dinge, die auf dieser Erde noch krumm waren, wird Gott letztendlich in seinem himmlischen Gericht noch gerade rücken. Das sagt die Bibel. Es gibt ein Buch, was ein bisschen beschreibt, wie Menschen ihre Liebe ausdrücken. Und wir haben gestern Abend, angeschaut, wie Gott zu uns spricht auf verschiedene Arten und Weisen. Und dieses Buch, 5 Sprachen der Liebe, ist, denke ich, sehr weit verbreitet worden auch, nicht nur unter christlichen Kreisen, sondern auch darüber hinaus. Da hat ein Mann namens Gary Chapman den Versuch unternommen, zu schreiben, wie Menschen Liebe ausdrücken. Und das auf sehr verschiedene Arten. Er schreibt unter anderem, die Menschen sprechen alle ganz unterschiedliche Sprachen der Liebe. Beispiel. Da ist vielleicht der Mann, der aus lauter Liebe jeden Tag ein Geschenk nach Hause bringt für seine Geliebte. Jeden Tag. Und die Geliebte weiß gar nicht mehr, wohin mit all dem Krempel. Und sie wiederum fragt ihn jeden Tag, kann ich dir irgendwie helfen? Und er weiß gar nicht, was er sich noch ausdenken soll. Er braucht doch gar keine Hilfe. Verschiedene Sprachen der Liebe. Und Gary Chapman sagt in diesem Buch letztendlich auch, dass nach 20 Jahren Eheberatung, ja, das war einige Zeit, nach 20 Jahren Eheberatung, bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass es 5 Sprachen der Liebe und unzählige Dialekte gibt. 5 Arten, wie Menschen ihre Liebe anderen mitteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Das sei mal dahingestellt. Und trotzdem möchte ich kurz diese 5 Sprachen der Liebe auflisten, die er erwähnt. Er sagt,
Menschen drücken ihre Liebe aus durch Lob und Anerkennung, durch Zweisamkeit, das heißt, man verbringt Zeit gemeinsam, auch durch Geschenke, die vom Herzen kommen, wohlgemeint, auch durch Hilfsbereitschaft und auch durch Zärtlichkeit. Und ich hab mir die Frage gestellt, das sind jetzt Sprachen der Liebe, die ein Mensch festgestellt hat, die unter uns Menschen ausgewählt und praktiziert werden. Wie ist das bei Gott? Spricht Gott vielleicht dieselben Sprachen der Liebe? Wenn uns Menschen diese Sprachen mitgegeben worden sind, könnte es sein, dass Gott selbst auch diese Arten der Liebe spricht zu uns. Ich möchte das ganz gerne anschauen. Gottes Lob und Anerkennung. Gibt Gott mir ein Lob? Lobt er mich? Wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz am Anfang heißt es schon, als die Schöpfung gerade so vollendet wurde, es war sehr gut. Alles, was da geschaffen wurde. Siehe, es war sehr gut. Und man muss dazu sagen, damit war die ganze Schöpfung gemeint natürlich, aber es war auch der Mensch damit gemeint, der geschaffen wurde. Gott gibt ihm ein Lob, Prädikat, sehr gut. Dann ist der Mensch natürlich in Sünde gefallen und man könnte sagen, na jetzt lobt Gott den Menschen nicht mehr. Jetzt wird er dem Menschen eher böse sein, was er da angestellt hat mit seiner Schöpfung. Aber wir finden eigentlich genau das Gegenteil. Gott spricht über die Menschen, die ihm nachfolgen, in einem Bild und sagt, das ist wie die Braut für mich. Gott bezeichnet sich selbst als Bräutigam im Alten Testament wie im Neuen Testament und sagt, diese Menschen, sie bedeuten mir so viel, wie eine Braut von ihrem Bräutigam geschätzt wird. Und schließlich im Propheten Zacharja finden wir eine Aussage, die mich auch sehr beeindruckt. Gott sagt hier, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ich weiß nicht, wer lässt sich gerne in die Augen fassen? Ist das nicht ein Bereich, der hochsensibel ist, den wir am liebsten schützen? Gott sagt, ihr seid wie ein Augapfel für mich. Ihr gehört so sehr zu mir, wie das Auge zu euch gehört. Das wollt ihr nie verlieren. Ich liebe euch so sehr, ich möchte euch auch so schützen, dass das niemand antastet. Da darf niemand hingreifen. Gott lobt uns, er schätzt uns wert damit, wenn er das sagt. Vielleicht der zweite Bereich, Gottes Zweisamkeit. Also verbringt Gott Zeit mit uns? Ist das so? Nun ja, auch hier gibt es natürlich einige Aussagen in der Bibel. Zum Beispiel, bevor Jesus in den Himmel auffährt, sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das heißt, auch heute, solange die Erde steht. Jesus sagt, ich bin bei euch. Jetzt ist das natürlich ein bisschen anders wie bei uns, die wir uns sehen können jeden Tag, ja, und wissen, der andere ist wirklich da. Ich habe hier mal ein Bild von unserem kleinen Sohn Jaron eingefügt. Er hat zurzeit seinen Kuschelbär so lieb, den hat er immer bei sich. Er trägt ihn immer mit sich rum, er schläft mit ihm ein. Ja, er verbringt die Zeit mit ihm. Man könnte sagen, das ist auch so ein Zweiergespann. Und jetzt ist es aber so, dass meine Frau ihn ab und zu schon mal in die Waschmaschine stecken musste. Und der Jaron war todtraurig, als dieser kleine Kuschelbär weg war. Und genau hier ist, glaube ich, der Vorteil bei der Beziehung zu Gott. Gott, ja, das kann man eigentlich nicht sagen, aber muss nicht in die Waschmaschine. Er ist immer da. Er ist immer da. Er
wird nie weg sein. Wir können ihn zwar nicht so sehen mit unseren Augen, wie wir jetzt einander sehen, aber er hat gesagt, als er weggeht und sehr wohl weiß, dass ihn die Leute nicht mehr sehen konnten, sagt er, aber wisst trotzdem, ich bleibe bei euch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Gottes Geschenke. Gibt Gott Geschenke? Wer hat schon mal ein Geschenk von Gott bekommen? Okay. Spannend. Geschenke, die vom Herzen kommen, heißt es in dem Buch, sind damit gemeint. Woher kommt unser Brot, was wir essen? Wie wächst das Ganze? Wie kommt aus der Erde das Korn raus und entfaltet die ganze Kraft und sind Dinge, die man bis heute nicht nachsimulieren kann, die man einfach sieht und beobachtet und die uns Freude bereiten. Warum sieht der Sonnenuntergang so schön aus? Wer hat dafür gesorgt, dass hier so eine Farbenpracht entfaltet wird? Könnte das auch ein Geschenk sein an die Menschen? Wie sieht das aus mit der Blumen- und Pflanzenwelt? Warum ist nicht alles grau in grau? Warum? Würde doch auch reichen. Aber irgendwo empfinden selbst wir, wenn wir eine Blume sehen, die so schön farbig ist, oh, das ist schön, das ist ansprechend. Und man drückt die Liebe sogar aus damit, indem man dem anderen eine Blume reicht. Woher kommt dieses Geschenk eigentlich? Geschenke von Gott. Geschenke von Gott sind auch beschrieben im Jakobusbrief, wo es heißt, alles Gute kommt von oben. Und das ist ja ein Sprichwort auch geworden. Aber die Bibel sagt, das stimmt. Alles Gute kommt wirklich von oben. Es kommt von Gott. Es ist sein Geschenk an uns. Ich persönlich erinnere mich ja, so an manche Wanderung und Zeltveranstaltung, aber ich kann mich zurückerinnern, ich war noch ziemlich klein und mein Vater hat uns beide Jungs eingepackt und wir sind zu dritt Zelten gefahren, ohne die Mama. Und das war wunderschön. Also nicht, weil es ohne die Mama war, sondern wir konnten so richtig, ja, ihr versteht. Und dann waren wir unterwegs, hatten einen Ausflug gemacht, das Zelt stand auf dem Campingplatz und wir waren da an einem Fluss und haben gespielt, haben da Schiffe fahren lassen und was weiß ich. Es war wunderschön für uns Kinder. Und dann kam aber eine Unwetterfront. Und mein Vater sagte schon, das zieht sehr nahe jetzt auf und wir sollten doch Richtung Auto wieder gehen langsam. Und es wurde richtig finster und als wir dann auf dem Weg zum Auto schon waren, da ging dann auch der Regen schon los. Wir hatten das Auto gerade noch so erreicht. Und dann haben wir nur noch gebetet und haben gesagt, Gott, bitte schütze du unser Zelt, dass da nicht alles nass und unter Wasser steht, wenn wir dorthin kommen. Wir sind gefahren, das Stück. Es war alles platschnass, die Straßen, Überschwemmungen, Bäche links und rechts. Es war wirklich ein Unwetter, was da durchgezogen war. Und dann biegen wir zum Zeltplatz ein und plötzlich ist der Boden trocken. Ich werde es nie vergessen. Wir haben die Zeltnachbarn gefragt, hat es eigentlich gar nicht geregnet hier? Sie haben gesagt, es wurde finster, es war schwarz wie die Nacht, aber bis auf ein paar Tropfen kam nichts hinunter. Wir haben damals das als Geschenk von oben gewertet. Alles Gute kommt von oben. Manchmal kann das auch das richtige Wetter sogar sein. Gott und seine Hilfsbereitschaft. Ist Gott hilfsbereit? Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen, ist auch hier ein Vers, der, denke ich, eine ganz klare Sprache spricht. Hebräer 13, 6. Da heißt es, so können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun?
Der Herr ist mein Helfer. Das gilt. Und Hilfe brauchen wir ja in verschiedensten Situationen. Hilfe, das kann sein, dass ich ja vielleicht in eine Versuchung komme und sage, Hilfe Gott, bitte hilf mir, dass ich hier wieder gut rauskomme. Es kann sein, dass ich völlig erschöpft bin und ich brauche jetzt neue Kraft und Gott muss mir wieder aufhelfen. Oder das kann auch sein, dass ich mich in Not befinde und Gott eigentlich nötig habe, dass er mir hilft. Und wenn ich jetzt hier heute vorne stehe, dann muss ich sagen, habe ich die Hilfe in der Not mehr als einmal erlebt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier lebendig vorne stehen würde heute, wenn er nicht geholfen hätte. Bei Autounfällen, die ich hatte, bei Gebirgsunternehmungen und auch im Meer. Als ich auf den Philippinen studiert habe, ein Jahr, Theologie habe ich auf den Philippinen studiert, da hatte ich mal die Gelegenheit ergriffen, mit Klaus Irrgang zusammen, der auch dort war als Lehrer, hinauszufahren an den Strand und dort mit unserem, also mit seinem Kajak vielmehr, was man hier auf dem Bild auch sehen kann, hinaus zu paddeln ins Meer bis zu einem Korallenriff. Das waren einige hunderte Meter, die wir rausgepaddelt sind und dann ist der Klaus runtergetaucht mit einem Seil, hat das Seil unten an einem Felsen festgebunden, somit war das Boot verankert und dann ging es los. Wir haben die Schnorchel aufgesetzt und haben dann die wunderbare Welt erkundet. Farbige Korallen, farbige Fische, unglaublich, wunderschön. Und von Zeit zu Zeit sind wir wieder aufgetaucht und haben geschaut, wo ist unser Kajak, damit wir uns orientieren und nicht zu weit wegkommen von dem Boot. Und als ich einmal wieder aufgetaucht bin, da war das Kajak irgendwie so weit weg. Und ich dachte, was ist los? Bin ich ganz abgetrieben? Und ich sah, dem Klaus ging es nicht anders und er hat so zu mir rüber gewunken und er sagte, er hat hingezeigt auf das Boot und hat sich bemüht, dem Boot hinterher zu kraulen. Was war geschehen? Das Seil hatte sich gelöst und das Kajak war frei und die Meeresströmung ging nicht zum Ufer zurück, sondern aufs offene Meer hinaus. Wir waren, boah, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ja, etwa hier, Philippinen, und das Kajak strömte jetzt hier hinaus. Das südchinesische Meer nennt man das. Und wir haben uns bemüht, so schnell wir konnten. Klaus war schneller, aber keine Chance. Das Boot war schneller auf den Wellen unterwegs, als wir das schaffen konnten. Und je mehr wir uns bemüht hatten, desto erschöpfter wurden wir. Und wir waren hunderte von Metern draußen auf dem Meer. Das Boot immer weiter weg. Ich habe gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, hilf, hilf. Und Gott sandte Hilfe. Ich weiß nicht, wie dieser Fischer gerade auf die Idee kam. Ich muss sagen, der Strand war eigentlich ziemlich menschenleer gewesen an dem Tag. Da war niemand sonst. Plötzlich kommt aber ein philippinischer Fischer vorbei mit so einem Tuckerboot. Und wir winken aus dem Wasser raus und versuchen zu deuten auf das Kajak, was da einige Meter vor uns wegschwamm. Und schließlich hatte er kapiert und fuhr mit dem Tuckerboot zu dem Kajak, hat es aufgehalten, hat geankert. Und wir waren sicher. Was das Komische noch an der Situation war, der Mann konnte danach seinen Motor nicht mehr starten. Da war irgendein Problem und letztendlich mussten wir mit unserem Kajak das Motorboot an den Strand paddeln. Ich weiß nicht, vielleicht hat Gott auch an diesen Mann gedacht gehabt, nicht nur an uns. Ich weiß auch nicht, was gewesen wäre, wenn das Boot vorher schon der Motor versagt hätte. Dann wäre dieser Mann vielleicht gar nicht bis da weit hinausgekommen. Ich weiß nur,
dass Gott uns geholfen hat, dass er unsere Gebete in diesem Moment gehört hat. Gottes Zärtlichkeit. Da können wir vielleicht ein bisschen Fragezeichen haben, wie soll das bei Gott aussehen? Aber ich habe mich erinnert an einen Vers in der Bibel, der Prophet Jeremia, und er sagt die Worte, die, denke ich, sehr bekannt sind auch: Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Warum verwendet Gott so eine Sprache? Er könnte es auch anders sagen. Aber er sagt ganz betont: Ich habe dich geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen. So wie wenn man einen anderen, den man lieb hat, zu sich zieht. Ich glaube, Gott möchte das. Und er wartet auf den Tag. Wir haben auch ein Thema noch: Gott wartet auf mich. Er wartet auf den Tag, dass er uns wirklich in die Arme schließen kann. Wortwörtlich. Aber er tut es auch heute schon im übertragenen Sinne. Wir dürfen in seinen Armen ruhen. Gottes Liebessprachen, das mag nicht alles sein, aber das waren einige davon. Ich möchte an dieser Stelle gerne mit euch, mit Ihnen nochmal die Bibel aufschlagen. Denn jetzt kommen wir zum Gipfel der Liebe. Und wenn jetzt die Bibeln noch verteilt werden könnten, wäre das wunderbar. Jeder, der gerne noch mitlesen möchte aus einer Bibel, der meldet sich einfach jetzt und er wird eine Bibel zum Mitlesen bekommen. Also wer eine Bibel gerne haben möchte, einfach die Hand hoch. Wir wollen gemeinsam 1. Johannes 4, Vers 9 lesen. Okay. Irgendwer noch eine Bibel? Okay. Wir schlagen gemeinsam 1. Johannes 4, Vers 9 auf. Das ist im Neuen Testament die Seite 268 in diesen roten Lutherbibeln, die verteilt wurden. 1. Johannes 4, Vers 9. Und da steht Folgendes: Darin, heißt es hier, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe Gottes. Da wird es sichtbar, da wird es greifbar. Und wenn wir uns Gedanken machen, wie das alles war, damals, als Jesus auf die Erde kam, da wurde in der Tat Liebe sichtbar. Gott ist bereit, ja, Mensch zu werden, hier auf diese Erde zu kommen, in diese Erde mit all ihren Problemen und Schwierigkeiten und Nöten. Er ist bereit, Mensch zu werden. Und darüber hinaus, wir wissen alle, war Gott ja nicht nur bereit zu leben hier, sondern auch zu sterben. Und in Johannes, ja, Kapitel 15 heißt es: Niemand hat größere Liebe als der sein Leben lässt für seine Freunde. Ich weiß nicht, wer von Ihnen wäre bereit, sein Leben für seinen Freund zu geben? Wer? Eine schwierige Frage, eine ganz schwierige Frage. Jesus hat es getan. Und Jesus tut es nicht nur für seine Freunde. Jesus hat es für jeden Mensch getan. Für jeden. Auch für die, die ihn damals, als er gekreuzigt wurde, ins Gesicht gespuckt haben. Er starb auch für sie. Noch einen Vers wollen wir gemeinsam aufschlagen. Römer 8, Vers 32 und 38 bis 39. Das ist im Neuen Testament auch auf der Seite 187.
in den roten Lutherbibeln. Römer 8, 32 und dann die Verse 38 und 39. Und da heißt es folgendermaßen von Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das heißt, Gott schenkt alles mit ihm. Und wenn ich heute hier stehe und sage oder sagen müsste, mein Sohn Jaron, ich soll ihn herschenken, dann würde ich dastehen und stumm sagen, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Er gehört doch zu mir. Aber es heißt hier, er war bereit, seinen Sohn herzuschenken, hinzugeben. Wie hat er uns mit ihm eigentlich nicht alles geschenkt? Und dann Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden, uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts, sagt die Bibel, kann uns letztendlich trennen von der Liebe Gottes. Nicht mal der Tod kann uns trennen von Gottes Liebe. Es mag sein, dass wir nie einen Luftballon finden werden mit der Schrift, Gott liebt dich. Wahrscheinlich ist es sogar so, dass es uns nie passieren wird. Aber Gott, die Bibel, die Schöpfung haben es immer und immer wieder ausgedrückt, dass es so ist, dass Gott uns wirklich lieb hat. Und bei mir kommt da die Frage auf, und was ist mit uns, was ist mit mir? Kann ich diese Liebe irgendwie erwidern? Ich meine, Liebe ist doch keine Einbahnstraße. Das geht doch nicht. Und Jesus ermutigt uns genau dazu, dass wir auch Gott von unserer Seite aus lieben. Und in Matthäus Evangelium sagt Jesus diese bekannten Worte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und von deiner ganzen Seele mit deinem ganzen Verstand. Das heißt, Liebe ist natürlich mehr als ein bloßes Gefühl, aber da ist auch Gefühl dabei. Und wir dürfen Gott genauso lieben. Es war eine Themenreihe, vielleicht so ähnlich wie hier. Und ich war noch ein Junge. Und als wir dann, als es zu Ende war sozusagen, sind wir losgezogen, haben noch einen Spaziergang gemacht. Und als ich auf dem Spaziergang war, hat mich das plötzlich getroffen. Es ging auch über Gottes Liebe in diesen Themen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich weiß noch ganz genau, an diesem Spaziergang, ich habe plötzlich verstanden, Jesus stirbt. Er starb für die Welt, klar, wusste ich schon lange, schon seit meiner jüngsten Kindheit. Aber auf diesem Spaziergang hat es mich plötzlich getroffen. Er starb für dich, er starb für mich. Und plötzlich wurde Gottes Liebe für mich ganz persönlich. Gott liebt mich. Und wenn ich heute das Kreuz mir anschaue und in Gedanken sehe, was Gott bereit war für mich zu tun, damit ich Leben habe, ewiges Leben habe, dann fehlen mir wie diesem Mann die Worte. Aber auf der anderen Seite sehe ich, wie Jesus die Hand auf die Schulter legt und sagt, ja, das ist okay so. Ich habe das getan für dich.
auch für dich und auch für dich. Ich möchte abschließen mit einem Lied von Ernst Gebhardt, mit einem Text, der mich persönlich sehr angesprochen hat. Es heißt hier: Ich bin so froh für den Trost, den Gott gibt, dass er unendlich und herzlich uns liebt. Manch Wunderding in der Bibel finde ich, doch keins wie dieses. Mein Jesus liebt mich. Und der Chor: Ich bin so froh, mein Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich, ja mich. Und in der zweiten Strophe: Hab ich mich von ihm, dem Treuen, gewandt, mich in manch Torheit und Elend verrannt. Eilt mein Herz, dass es sich in ihm verkriech, wenn ich darf hören, mein Jesus liebt mich. Dies ist mein einer und liebster Gesang, tausendfach halle und schalle sein Klang, bis jedes Herz davon jubelt in sich. Oh, welch ein Wunder, mein Jesus liebt mich. Jesus liebt mich und ich weiß, ich lieb ihn. Er stieg vom Throne, mich zu sich zu ziehen, mich zu erlösen, er sterbend verblich. Drum ist's gewisslich, mein Jesus liebt mich. Mit diesem Zeugnis strömt Segen mir zu. Jesus Vertrauen ist himmlische Ruhe. Satan muss weichen mit tödlichem Stich, wenn ich ihm sage, mein Jesus liebt mich. Und dann der Refrain: Ich bin so froh, mein Jesus liebt mich, Jesus liebt mich, Jesus liebt mich, ja, mich.